Das Dortmunder Sparkassen-Chefsmeeting ist unzweifelhaft eines der wichtigsten Turniere der Welt. Gerne zitiert Veranstaltungsleiter Gerd Kolbe, ein Mann der ersten Stunde, den ehemaligen holländischen Weltmeister Max Öwe bei einem Besuch in der Stadt. Ein intelligentes Spiel aus einer intelligenten Stadt für intelligente Leute. Und da war es 1992, dass ein 17-jähriger, hochgewachsener Schlacks namens Wladimir Kramnik unter den Augen des damaligen Weltmeisters Garry Kasparow in der Dortmunder Westfalenhalle das Open gewann. Und Kasparow sprach zu seinem deutschen Freund Frederik Friedel die prophetischen Worte: Dort sitzt mein Nachfolger. Er sollte früher Recht behalten, als ihm lieb war. Im Jahr 2000 entthronte Kramnik seinen einstigen Mentor in WM-Kampf ohne jedwede Niederlage. Und Dortmund sollte ein besonderes Pflaster für Kramnik bleiben. 2011 hat er das Sparkassen-Chess-Meeting zum 10. Mal gewonnen. Irgendetwas Vergleichbares gibt es nicht in der Schachwelt. Von Anfang an sprühte er vor Taten und Angriffslust und gewann schließlich mit 1,5 Punkten Vorsprung, obwohl er in der letzten Runde mit wilden Opfern am US-Amerikaner Nakamura scheiterte. Hier sein hochriskanter Parforce-Ritt gegen Georg Mayer, die Nummer 2 des Deutschen Schachbundes. Mayer führt die weißen Steine und eröffnete mit D2, D4. Und jetzt Springer F6, C4, E6, Springer F3, B6. Ja, G3, ein Dameninder, eigentlich ist Ruhe vorprogrammiert und ja, eine Verteidigung, die schwer irgendwie in einen Sieg umzumünzen ist. Läufer A6 greift den Bauern C4 an und er wird mit B3 gedeckt. Aber jetzt Läufer B4 Schach. Der Läufer setzt sich dazwischen und der Läufer geht zurück. Man könnte meinen, ja, ist es nicht einfach ein Tempoverlust, aber das ist eben die höhere Kunst. Der Läufer hier auf D2, er steht nicht unbedingt sehr glücklich und es ist nicht wirklich ein echter Entwicklungszug. Und oft wird er dann später nach F4 oder nach G5 weiter bewegt. Jetzt kam in jedem Fall Läufer G2 und die kurze Rochade. Springer C3, D5. Ja, das befragt natürlich hier den Bauern C4 und der entzieht sich der Befragung durch Abtausch. C mal D5, E mal D5 und auch Weiß rochiert. Also bisher alles ganz ruhig, alles gemäß der Theorie. Es ist nicht viel los. Aber Sie werden sehen, wie schnell sich eben dann alles ändern kann und aus einer solchen Ruhe ein Hexenkessel, ein in Flammen stehendes Brett entstehen kann. Also Turm E8 jetzt erstmal. Der Turm steht hier natürlich gut auf der halboffenen E-Linie und umgekehrt spielt Weiß Turm C1. Das gleiche gilt für ihn hier auf der C-Linie. Und der Läufer auf A6, der jetzt dort seine Schuldigkeit getan hat, geht zurück nach B7, um da nochmal den Bauern D5 zu decken und auch eventuell den Bauervorstoß C7, C5 vorzubereiten. Jetzt Springer E5. Ja, der Springer steht natürlich hier sehr gut auf E5 zentral. Tartakova meinte mal, mit einem Springer auf E5 gewinnt sich die Partie von ganz alleine. Na, mal schauen. Also hier in dem Fall zumindest ist einer der seltenen Fälle, wo Tartakova nicht recht bekommen soll. Aber schauen wir erstmal weiter. Springer A6 jetzt.
vermeidet den Abtausch, um also auch möglichst alle Figuren auf dem Brett zu behalten und die Remisbreite zu verringern. Also eines ist klar, Kramnik wollte unbedingt gegen den deutschen Newcomer, wollte er unbedingt gewinnen, auch wenn er schwarz hat. Jetzt Läufer E4, ich sagte es vorher schon, dem Läufer ist hier auf D2 letztendlich kein sehr allzu glückliches Leben beschieden und insofern ist es sehr verständlich, dass er jetzt nach F4 kam. H6 schränkt die Möglichkeiten von Weiß auch ein und Springer B5. Ja, es droht nicht allzu viel. Der Läufer geht nach F8 zurück und jetzt Läufer H3. Und dazu meinte Meyer später, und ich entnehme die Zitate der Schachzeitschrift Schach, der erste Fehler. Ich dachte, es wäre ein positionell guter Zug, aber später wird sich zeigen, dass er ins Leere geht. Nach Läufer H3 hat Weiß keine Chance mehr, besser zu stehen. Na gut, wenn man gegen einen Kramnik gleichsteht, ist ja auch nicht so schlecht, aber man sieht auch irgendwo den Ehrgeiz des jungen Mannes. Jetzt kam C5 und A2, A3. Und umgekehrt spielt jetzt Schwarz Springer E4 und bringt eben auch entsprechend so quasi dem weißen Springer auf E5 hat er jetzt eben einen Springer auf E4. Ja, und Meyer vorhin dachte oder sagte, dass der Läufer zwar, er meinte, dass der gut stünde und vor allem eben auch dem schwarzen Turm hier die Möglichkeit nimmt, nach C8 zu kommen, aber der Zug hat eben auch seine Nachteile. Jetzt Turm C2, ist es also alles noch sehr ruhig. Und G7, G6. Dame C1. Das greift schon mal den Bauern auf H6 im Verein mit der Dame an. Und Kramnik spielt G5. Das ist natürlich auch eine Lockerung des Königs, aber er kann es sich durchaus erlauben und zwingt eben damit den Läufer zurück. Und jetzt kommt der Läufer nach G7 und möchte den Springer auf E5 schlagen und so auch einen Bauern gewinnen. Ja, der Springer zieht sich auch nach F3 zurück, aber all das ist es noch keinerlei Schaden entstanden. Dame E7, Turm D1 und jetzt Turm AD8. Ja, das ist nun wirklich ein mutiges, vielleicht eben auch ein zu mutiges Bauernopfer, um den Springer auf B5 hier ins Abseits zu locken, wo er, Sie werden es gleich sehen, wo er bis zum Partieende dann schließlich bleiben wird. Ja, statt des letzten Zuges Turm D8 wäre, ich setze nochmal zurück, Läufer B7, C6 sicherlich vorsichtiger und wahrscheinlich auch objektiv besser gewesen. Aber okay, Kramnik wollte es wissen und er spielte jetzt also Turm D8 und der 23-jährige Meyer schaut diesem Bauern auf A7 doch auch kühn ins Auge, er lässt ihn mitgehen,
Springer schlecht A7, obwohl sein Springer jetzt am Rande steht und obwohl er, das muss man auch sagen, danach nur noch 13 Minuten für immerhin 18 Züge hatte. Also das ist schon Mut, gegen Kramnik so etwas zu machen. Und Sie werden sehen, die Ereignisse sollen sich jetzt überschlagen. Es kommt Springer D6, um dem Springer von A7, damit er nicht mehr nach B5 zurück kann, der Springer von D6, der verwehrt ihm dieses Feld. Also der Springer ist erstmal dort im feindlichen Lager am Brettrand gefangen. Jetzt deswegen A4, um ihm doch diese Rückzugsmöglichkeit wieder einzuräumen. Jetzt kann also der Springer, wenn es denn nötig ist, wieder zurückkommen. Aber erstmal kommt der schwarze Springer nach B4 und greift von da den Turm auf C2 an. Ja, aber der muss gar nicht unbedingt reagieren, sondern Weiß kann auf C5 nehmen. Und wenn jetzt, wir können es uns mal anschauen, wenn jetzt der Springer auf C2 den Turm nehme, dann würde der Bauer einfach auf D6 wieder nehmen und danach den Springer und natürlich stünde dann Weiß komplett auf Gewinn. Also so geht es nicht. Deswegen musste nach dem Schlagen auf C5 auch Kramnik auf C5 wieder nehmen mit dem Bauern. Aber jetzt ist eben auch der angegriffene Turm nimmt jetzt diese Beute, diese zweite Bauernbeute auf C5 und Weiß hat zwei Bauern mehr. Und eigentlich ist schwer zu erkennen, was soll ihm hier schon drohen. Jetzt kam Springer A2 und Dame C2, die angegriffene Dame geht dahin und der Springer kommt wieder zurück. Remis durch Zugwiederholung vielleicht. Und hier, obwohl Meier sicherlich objektiv keinesfalls schlechter steht, sondern sogar Gewinnchancen haben dürfte, aber in dieser Zeitnot, inzwischen ist allerdings auch Kramnik, der sich manchmal hier verrechnet hatte, in eine Zeitnot geraten, wie Meier nachher sagte. Und die Dame ging jetzt nach C1 zurück. Also hier wäre Meier dann letztendlich doch mit dem Remis zufrieden gewesen durch Zugwiederholung. Und er meinte, jeder andere, also das sei ihm noch nie vorgekommen in einer solchen Lage, dass jemand dann dem Remis noch ausgewichen sei. Aber jetzt alles muss das erste Mal sein. Und Kramnik spielte hier völlig überraschend Springer C4. Das ist natürlich ein Schlag, wenn man das plötzlich hier so in dieser Zeitnot vorgesetzt bekommt. Springer C4, ein Zug, der alles hier über den Haufen wirft. Der Springer wirft sich einfach hier zum Fraße vor. Und verständlich, dass, also auch wenn mit zitternden Händen, aber dass der Springer da nicht stehen bleiben kann, zumal er natürlich auch hier den Läufer auf E3 angreift und vieles andere. Deswegen jetzt B schlecht C4 und der Bauer kommt nach D4 vor. Und das ist jetzt wirklich eine völlig unübersichtliche Lage. Auch der Bauer ist dreimal angegriffen. Von dem Springer, vom Läufer und vom Turm und nur zweimal gedeckt durch Läufer und Turm. Ja, und hier in Zeitnot, in großer Zeitnot, was soll man dann tun? Ja, also Sie können sich vorstellen, in welcher Lage dann ist die. Unerbittlich ticken die Sekunden, man bräuchte hier Minuten, man bräuchte ja eigentlich eine Stunde, um sich wirklich über die Stellung ganz klar zu werden. Und das war natürlich also wirklich sehr, sehr schwer. Wir wollen uns mal ein paar Möglichkeiten anschauen. Wenn zum Beispiel Weiß jetzt mit dem Läufer hier auf D4 geschlagen hätte, dann könnte die Dame auf E2 nehmen und droht eben den Springer auf F3 zu nehmen und dann im Verbund mit dem Läufer
auf H1 matt zu geben. Also das ist brandgefährlich. Und insofern, ich tue es mal gerade zurück, und wenn dann der Läufer zurückkommt, dann nimmt trotzdem der Läufer auf F3, der Läufer nimmt, die Dame nimmt, und das ist sehr gut jetzt für, zwar ist es zwar ausgeglichen, ja, Weiß hat sogar zwei Bauern mehr, aber schauen Sie, der Läufer hier auf D4, der hängt, und wenn der weggeht oder schlägt auf G7, dann hängt plötzlich der Turm auf D1, weil er zweifach angegriffen ist durch den Turm und durch die Dame. Also so ging es ganz sicher nicht. Und ich setze jetzt nochmal zurück hier nach D4. Also das Läuferschlagen, das scheidet aus. Aber wie wäre es gewesen, wenn er mit dem Springer geschlagen hätte? Und daran dachte Meyer sehr wohl. Und es wäre natürlich auch besser gewesen. Und dann kann die Dame den Turm zwar schlagen, aber der Springer kommt jetzt nach F5 und hier der Läufer greift die Dame an und deckt auch so indirekt seinen Springer auf A7. Und der Springer steht hier auch eigentlich prächtig. Und wenn jetzt die Dame nach E5 kommt, und da eben sah Meyer Gespenster, er dachte, dass die Dame jetzt hier nach E4 kommen könne und wieder dann gegen die Mattdrohung letztendlich nicht zu machen sei und übersah vollkommen, dass wenn dann der Bauer zu F3 nötig ist und der Läufer auf E3 dann scheinbar ungedeckt ist, aber dass der eben nur scheinbar ungedeckt ist, dass ein Springer auf F5 den Läufer noch deckt. Gut, in solch einer Zeitnot, da kann man wirklich leicht Gespenster sehen und alles geht im Kopf kraus und wirr und herum. Und insofern hat er hier auf diese Herausforderung D4, hat er eben da jetzt wirklich falsch reagiert und statt eben auf D4 zum Beispiel mit dem Springer zu nehmen, hat er hier auf G5 mit dem Läufer geschlagen und jetzt kann die schwarze Dame den Turm auf C5 nehmen. Ja, und jetzt geht es noch so weiter. Jetzt schlug, also auch jetzt ist es völlig unübersichtlich, die Lage. Die schwarze Dame greift den Springer A7 an, andererseits eben auch der Läufer hier D8. Und ja, warum eigentlich nicht? Und der Läufer selbst ist natürlich angegriffen. Also das Beste ist ja da wohl, dann nehme ich halt auf D8 und immerhin. Und wenn jetzt also der Turm einfach wieder nehme, dann kann sich der Springer retten hier und kann nach B5 zurückkommen. Also alles vielleicht noch gar nicht so schlimm. Aber jetzt kam der nächste Schlag und das ist natürlich wirklich schlimm. Es kam D4, D3. Und ich will nur noch mal zeigen, was, ja, ich habe schon gezeigt, wenn der Turm auf D8 den Läufer genommen hätte, dann Springer B5, aber jetzt kam eben wirklich D3. Und vielleicht hätte er noch etwas mehr im Trüben fischen können, Meyer jetzt, wenn er hier E2, E4 gespielt hätte und Dame schlägt A7. Aber sehr schön ist es wahrlich nicht. Also hier kämpft er im Grunde schon für eine verlorene Sache. Und nach D3, ja, was soll er tun? Was soll er tun? Es droht einfach, D3 schlägt E2 mit Angriff auf den Turm D1 und gleichzeitig Läufer schlägt F3. Also an allen Ecken, es brennt lichterloh das ganze Brett. Und der Springer kam jetzt nach E1 zurück. Aber es gibt natürlich jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber das Beste war sicherlich, was hier Kramnik spielte. Turm schlägt er E2. Also jetzt mächtig kommt der Turm und mit Karacho ins weiße Lager hinein und greift den Bauern F2
an. Auch die Dame. Also das ist eben jetzt die Drohung. Und ja, letztendlich ist hier Weiß völlig verloren, obwohl er noch eine Figur mehr hat sogar, aber das nützt ihm überhaupt nichts mehr. Und er versuchte jetzt noch Dame F4, um das zu decken, aber trotzdem Turm F2, trotzdem der Einschlag. Und wir können sehen, wenn jetzt hier die Dame den Turm nimmt, dann kommt eben Läufer D4 und die gefesselte Dame, auch das wollte ich eigentlich nicht, so haben wir es, die gefesselte Dame geht verloren. Also auf jeden Fall nach Turm schlägt F2, ich tue es jetzt nochmal zurücksetzen, hier nach diesem Einschlag auf F2 gab Weiß auf. Aber es war wirklich eine hochdramatische Partie. Und Gramnik, man kann es ruhig sagen, riskierte auch Kopf und Kragen, denn er wusste ganz genau, dass es objektiv nicht ganz gesund ist, aber er setzte darauf, dass er in dieser Zeitnot und mit diesen wilden Verwicklungen doch den besseren Überblick behalten würde. Und nachher war auch Meyer, der seine Niederlage im Grunde gar nicht bedauerte, war voll des Lobes über Gramnik, wie er auch in der nachher in der gemeinsamen Analyse, was der alles gesehen hätte, das hat ihn also zutiefst beeindruckt. Und ja, ist es eben doch noch ein Unterschied zwischen den besten Spielern in Deutschland und den besten Spielern der Welt.